Ich heiße alle herzlich willkommen bei unserer DAFWEBCOM 2020. Heute ist der 7. März und wir freuen uns sehr, wenn Sie über die Konferenz berichten. Verwenden Sie dabei bitte das Kürzel DAFWEBCOM 20. Und jetzt möchte ich den kommenden Beitrag einleiten und auch die Gastrednerin präsentieren. Frau Aschemann ist doktoriert in Bildungswissenschaften oder Erziehungswissenschaften, auf jeden Fall in diesem Bereich. Und ihre Themen und Arbeitsschwerpunkte sind digitales Lehren und Lernen in der Erwachsenenbildung und Professionalitätsentwicklung und Professionalisierung. Sie auch, ist auch Bereichsleiterin für digitale Professionalisierung und MOOC-Macherin im Verein CONEDU und Lehrbeauftragte an der Universität Graz. Und heute geht es hier eben um offene Online-Kursen, EBMOOC, also heißt der Kurs, und konkrete Beispiele. Wir freuen uns sehr auf die Präsentation. Das bestimmt ganz neue Perspektiven zu dieser Thematik uns geben wird. Ja, danke, liebe Frau Pikala, für die nette Einleitung und ganz herzliches Willkommen in die Runde auch von mir. Ich sehe, dass wir noch 85 Teilnehmerinnen bei uns haben und ich habe gerade vorhin die Präsentation von Wiebke Heuer ganz interessiert selber verfolgt und mich gefreut auch über das rege Interesse im Chat. Und freue mich jetzt einfach auch auf diesen Themenwechsel. Es wird nämlich jetzt um das digitale Arbeiten gehen. Passt eigentlich sehr gut zu dieser Veranstaltung und zu dem, was wir da gerade jetzt gemeinsam auch erleben mit einer großen digitalen Webkonferenz. Und ich freue mich einfach auch sehr über die Möglichkeit, an dieser Webkonferenz teilzunehmen. Ich komme von Erwachsenenbildung.at, also aus dem Bereich der Erwachsenenbildung. Und wir sind hier in Graz, im südlicheren Teil von Österreich. Das Wetter schaut ungefähr so aus wie jetzt, ein bisschen wie hier auf dem Foto. Schaut jetzt ungefähr so aus wie hier auf dem Foto. Ein bisschen freundlicher ist es gerade. Ja, das ist so der Blick vom Schlossberg mit dem Uhrturm links, dem Wahrzeichen von Graz, auf die Stadt hinunter, für all jene, die Graz nicht kennen. Was ich heute vorstellen darf, ist ein MOOC, ein offener Online-Kurs, der EBMOOC Plus. Und mich würde natürlich als Erster sehr interessieren, wer denn MOOCs überhaupt kennt, also wer von Ihnen schon einmal an einem MOOC teilgenommen hat, ob Sie sich unter einem MOOC grundsätzlich etwas vorstellen können oder ob das Ihnen ganz fremd ist. Also wenn Sie vielleicht, MOOC teilgenommen und entwickelt, bin aktuell dabei, ich schon einmal, immer toll. Jemand noch, keine Ahnung, nein, noch nie, nein. Ah, das ist ganz durchmischt, gell? Ja, da gibt es ja doch einige, die MOOCs kennen und andere, die noch gar keine Ahnung haben. Danke für die rasche Rückmeldung. Und es gibt auch Kolleginnen, die ständig an einigen MOOCs teilnehmen oder welche auch schon mitentwickelt haben. Na, dann hoffe ich, dass ich jetzt trotzdem für alle etwas Interessantes erzählen kann. Der EBMOOC Plus ist eben, wie gesagt, ein großer offener Online-Kurs. MOOC bedeutet ja Massive Open Online Course, also großer offener Online-Kurs. Und unter Online kann man sich spontan etwas vorstellen, aber was heißt offen? Offen heißt in diesem Fall, dass man erstens nichts dafür bezahlen muss, zweitens keine Anmeldevoraussetzungen nachweisen muss und drittens auch alle Materialien aus dem Online-Kurs offen weiter nutzen kann. Sie sind also mit einer offenen Lizenz, einer Creative Commons Lizenz versehen. Also Offenheit im weitesten Sinn des Wortes, man kann wirklich dann auch alles
nehmen und weiterverwenden. Und ich sehe gerade Irini schreiben, ich bin schon bei edX und Coursera. Nicht alle MOOC-Anbieter verstehen offen im gleichen Sinn. Manche verlangen auch einen Teilnahmebeitrag oder belegen ihre Materialien mit anderen Lizenzen. Wir arbeiten da hier am EBMOOC Plus mit der TU Graz zusammen, die eben diesen Grundsatz vertritt, dass echte offene MOOCs gratis sind, auch mit offenen Lizenzen verwendbar. Gut. Also man kann sich vorstellen, Online-Kurs, man kann zu Hause lernen im EBMOOC Plus, auch gemütlich am Sofa mit dem Laptop am Wochenende oder am Abend, wann man eben möchte. Und man kann aber auch an Begleitgruppen teilnehmen. Es ist nicht nur ein reiner Online-Kurs, sondern es ist auch ein Kurs, der vom ganzen deutschsprachigen Raum genutzt wird in Form von Begleitgruppen und wo eben auch Kolleginnen und Kollegen, also Unterrichtende aus der Erwachsenenbildung überwiegend, teilnehmen können, wenn sie Deutsch sprechen, egal wo sie sind. Also das hat so was ganz Schönes für uns, Entschuldigung, dass wir wirklich auch regional so eine große Distanz überbrücken können. Und ich bedanke mich da schon bei allen, die gerade in den Chat schreiben, schöne Grüße an das Team in Graz und ich bin beim EBMOOC dabei. Das freut mich natürlich. Der EBMOOC Plus konzentriert sich inhaltlich eben auf das digitale Arbeiten im Unterricht mit Erwachsenen. Also was muss ich als Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerin wissen, um wirklich in der täglichen Praxis mit digitalen Tools umgehen zu können, digitale Formate oder halb digitale Formate oder digital unterstützte Formate gut gestalten zu können und einfach mit der Digitalisierung gut zurechtzukommen und allem, was sie auslöst. Für viele ist das ja auch ein gewisser Stress. Und weg vom Coronavirus lese ich da gerade, ja, es ist im Moment ein großes Thema, dass man eben manche Dinge auch online abhalten kann, die man sonst in Präsenzform als gemeinsame Gruppe vor einem Ort, an einem gemeinsamen Ort vor Ort unterrichten würde. Aber das ist natürlich jetzt nicht der Hauptgedanke, aber ein Nebeneffekt. Die Begleitgruppen sind in Präsenz, die sind nicht online. Online-Begleitung gibt es aber auch. Ich versuche so ein bisschen auf Fragen im Chat nebenbei einzugehen, möchte aber auf diese Punkte später noch genauer zu sprechen kommen. Also es geht um digitales Arbeiten nicht nur für DATS-Unterrichtende oder DAF-Unterrichtende, sondern generell für alle Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen. Und wir haben ja bei der Ankündigung meines Beitrags gehört, es geht um den EBMOOC Plus als Praxisbeispiel. Er ist ein Praxisbeispiel für mehrere Dinge. Einerseits ist er ein Beispiel dafür, wie die Weiterbildung von Lehrenden gut organisiert werden kann. Und dann ist er ein Beispiel dafür, wie man Online-Arbeit und Online-Lehre lernen kann. Und da möchte ich auch gleich auf eine Frage im Chat antworten. Unsere Zielgruppe sind nicht Erwachsene im Allgemeinen, sondern sie sind Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen. Also Unterrichtende, Menschen, die Erwachsene unterrichten in unterschiedlichen Fächern. Entschuldigung, wenn ich mich da unklar ausgedrückt habe. Also wir richten uns mit diesem MOOC, mit diesem Massive Open Online Kurs wirklich an Menschen, die unterrichten, Lehrer, Lehrerinnen, vorwiegend für Erwachsene, also Unterrichtende. Da gibt es aber auch große Unterschiede. Und insofern ist der EBMOOC Plus auch ein Beispiel dafür, wie man mit Menschen in sehr unterschiedlichen Situationen und aus sehr verschiedenen Regionen ein gemeinsames Lernangebot gestalten kann. Also MOOCs sind ja insgesamt eine gute Gelegenheit, Menschen zu verbinden, die an unterschiedlichen Orten sind und zu unterschiedlichen Zeiten lernen können oder etwas erarbeiten können.
Und was für mich auch immer eine große Herausforderung ist, ist die Frage der Kommunikation in einem so großen Online-Kurs. Ich glaube, das ist uns auch gut gelungen. Insofern ist der EPMOOC Plus auch ein Praxisbeispiel dafür. Hier darf ich Ihnen noch mein Team vorstellen, unser EBMOOC-Team. Wir sind diejenigen, die hier beschäftigt sind mit dem Betreiben dieses MOOCs, kommen eben vom Verein Conedo und arbeiten für den EBMOOC Plus mit der TU Graz zusammen. Die TU Graz betreibt die Plattform iMOOCs, mit der wir hier eben auch kooperieren. Und man sieht hier auch Werde Digital, das ist das Logo von David Rödler und seinem Team. Ich glaube, Sie haben vielleicht David Rödler heute schon bei einer Stadtführung durch Salzburg erlebt, die einen oder anderen von Ihnen. Und unser Fördergeber ist das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, bei dem wir uns natürlich sehr herzlich bedanken dafür, dass wir diesen Kurs durchführen können. Unser Ausgangspunkt war, wer heute unterrichtet, braucht digitale Kompetenzen. Egal, was man unterrichtet in der Erwachsenenbildung, man braucht auf jeden Fall digitale Kompetenzen, um in der Lehre zurechtzukommen. Ich habe gerade vorher Wiebke bestaunt mit dem, was sie alles in ihrer museumspädagogischen Arbeit mit digitalen Tools tut. Und ich denke, wir alle wissen, dass man ohne digitale Werkzeuge und ohne digitales Grundwissen sich immer schwerer tut in der Arbeit. Also wer heute unterrichtet, braucht digitale Kompetenz, aber viele Lehrende in Österreich, wenn sie mit Erwachsenen arbeiten, haben vielleicht keine bezahlte Arbeitszeit für Weiterbildung. Das ist eine große Problematik. Oder sie wohnen irgendwo, wo sie gerade keinen Kurs vor Ort zur Verfügung haben. Oder sie sind zeitlich nicht flexibel. Und für diese Situation ist unsere Lösung gewesen, einen Online-Kurs zu entwickeln, der nichts kostet und an dem man eben zeitlich und örtlich flexibel teilnehmen kann. Der EBMOOC Plus vermittelt eben das wichtigste digitale Know-how für die Erwachsenenbildung. Er ist kostenlos. Auch ganz wichtig, es werden keine Daten erhoben, keinerlei personenbezogenen Daten. Es gibt zwar eine Anmeldung mit der E-Mail-Adresse, aber die verbleibt bei der Universität Graz, die sich an die Datenschutzgrundverordnung hält. Das heißt, nicht einmal wir wissen die E-Mail-Adresse der Teilnehmerinnen. Natürlich, wenn sich jemand mit dem korrekten, echten Namen vorstellt, dann teilt er diese Daten im Kurs selber mit oder sie. Aber der Kurs grundsätzlich ist datenschutzkonform und es wird nichts mitgeträgt. Er enthält keine Werbung und man ist eben flexibel und man kann zusätzlich Webinare besuchen, so wie diese Veranstaltung, oder eben auch Präsenzgruppen, die in Österreich und Deutschland angeboten werden. Und warum es jetzt besonders sinnvoll ist, heute diesen Kurs vorzustellen, ist, dass gerade jetzt ein begleiteter Durchgang gestartet ist. Und zwar vor 3 Tagen am Mittwoch hat ein begleiteter Durchgang dieses Kurses begonnen, der jetzt 9 Wochen dauern wird. Und von uns im Forum und mit Webinaren und eben mit Begleitgruppen unterstützt werden wird. Die Inhalte und der Ablauf schauen so aus, dass wir jetzt begonnen haben mit dem Thema Erwachsenenbildung im digitalen Zeitalter. Was verändert sich da durch die Digitalisierung? Dann gibt es ein Modul über Formate und Didaktik. Was muss ich didaktisch wissen für die Online-Arbeit? Was sind auch gute Formate, Blended Learning, wie schaut das aus, verschiedene andere Formate und digitale Werkzeuge, welche Tools gibt es. Man kann jetzt noch gut einsteigen, ja, in den Kurs, man kann sehr gut einsteigen. Didaktik wird uns ausführlich beschäftigen. Es wird ein eigenes Modul geben zum Thema Sicherheit und Datenschutz. Das ist dann
schon gegen Ostern und zu Ostern dann ein eigenes Modul für soziale Lernumgebungen. Es gibt ja nicht nur Moodle, und wenn ich einen Ort im Internet suche, wo ich ein Lerngeschehen anbieten möchte, kann ich da in unserem Modul 5 über soziale Lernumgebungen etwas erfahren. Dann gibt es den Modul kritische Medienkompetenz Anfang April. Offene Bildungsressourcen, auch ganz wichtig, Mitte April, wo man wirklich Ressourcen auch findet. Und dann gibt es eine eigene Einheit über Webinare und Live-Video-Formate, so wie dieses, aber es gibt ja auch noch andere, die wir dort vorstellen. Und dann geht es darum, den Kurs gut abzuschließen, seine Zertifikate, Badges und so weiter zu bekommen und auch gut weiterzulernen. Man muss gar nichts bezahlen dafür, weder für das Zertifikat noch für die Kursteilnahme, weder Geld noch Daten. Er ist wirklich gratis und offen, da das Bildungsministerium in Österreich diesen Kurs fördert. Und es gibt am Schluss ein anerkanntes Zertifikat, das auch von der Anerkennungsstelle WBA, der österreichischen Anerkennungsstelle für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen, eben mit 1,5 ECTS anerkannt wird. Dieser Durchgang jetzt dauert eben 9 Wochen insgesamt. Und ich darf Ihnen jetzt noch einen kurzen Blick, man kann einen Kurs aus dem Ausland mitmachen, ja genau, vom Zeitaufwand her, ich beantworte schon nebenbei die Fragen aus dem Chat, vom Zeitaufwand her schaut es so aus, dass man pro Woche etwa 3 Stunden rechnen muss. Sie können sich auch vertiefen, dann brauchen Sie 4 Stunden pro Woche, aber in 3 Stunden ist es gut machbar. Und es gibt jetzt in diesem Jahr 2020 diesen einen begleiteten Durchgang, wo wir wirklich wöchentlich intensiv diskutieren zu den jeweiligen Themen und wo jede Woche ein neues Modul freigeschaltet wird. Es gibt aber danach das ganze Jahr über auch noch die Möglichkeit, den Kurs als Selbstlernkurs zu nutzen. So, jetzt darf ich Ihnen noch einen Blick in den Kurs direkt ermöglichen, und Sie sollten jetzt schon die Oberfläche des Kurses, also von iMOOC, der Plattform iMOOC, sehen und hier den eBMOOC Plus wahrnehmen. Wir sind hier jetzt in der Lektion 1. Man sieht da oben, es sind die anderen Lektionen angelegt bis 9, aber die werden erst freigeschaltet. Ich bin jetzt im Kurs drinnen, als wäre ich eine Teilnehmerin, namens Simone, und wäre jetzt da hier im allerersten Modul und sehe da oben die Lektionen und bin in der ersten Lektion. Es gibt in allen Lektionen den gleichen Aufbau. Das startet immer mit einem kurzen Begrüßungstext, dann wird meist ein Webinar angekündigt. Es gibt nicht jede Woche ein Live-Webinar, aber öfters. Und dann gibt es hier eine Reihe von Videos. Diese Videos enthalten die zentralen Informationen zum Kurs, sind manchmal von uns, manchmal auch mit Gästen von anderen. Und darunter gibt es dann jeweils Übungen und Aufgaben zu der jeweiligen Einheit. Und unter diesen Übungen gibt es Lernressourcen. Und da sieht man schon, man kann einfach diese Lernressourcen sehr intensiv bearbeiten. Dann ist man bei 4 Stunden pro Woche, wenn man sich da überall einliest. Oder man macht das nicht ganz so detailliert, dann kommt man auch mit 3 Stunden pro Woche gut durch. Und danach gibt es unten einen Diskussionsimpuls für das Forum. Das ist bei jeder Einheit so, dass wir eine Anregung setzen, eine Frage stellen für das Forum und uns wirklich wünschen, dass in diesem Forum dann auch ganz intensiv dazu diskutiert wird. Das zeige ich Ihnen gleich noch, wie das in dem Forum aussieht. Aber vorher möchte ich Sie noch darauf hinweisen, ganz am Ende gibt es jeweils einen Test. Das ist ein kleiner Multiple-Choice-Test. Ich sehe schon, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja. Ich möchte Ihnen kurz das Forum zeigen. Wir hüpfen hier in das Forum und da sieht man schon, dass da heftig diskutiert wird. Da gibt es im ersten Thread schon 278 Postings, da haben sich Kolleginnen vorgestellt und so weiter. Und auch neue Beiträge. So, jetzt werde ich aber, weil ich an die Zeit erinnert worden bin, vielen Dank, noch einmal zurückspringen und das Wichtigste, was noch nicht erwähnt wurde, betonen.
Das habe ich alles schon gesagt. Die offenen Begleitgruppen habe ich auch erwähnt. Man kann den Kurs auch modular machen. Dann bekommt man einfach ein Teilzertifikat oder nur Badges für die einzelnen Module, die man besucht hat. Es gibt auch bis Ende 2020 noch den Kurs als Selbstlernkurs mit einzelnen Sprechstunden von uns, 3 Sprechstunden übers Jahr verteilt. Im Forum sind wir dann auch noch, aber der begleitete Durchgang läuft eben jetzt. Bisher waren alle sehr zufrieden mit dem Kurs und es hat viele Kooperationspartner schon gegeben in den Vorjahren. Wir haben ja schon 2-mal einen ähnlichen Kurs gemacht und auch Webinare durchgeführt. Und ja, es haben insgesamt am EBMOOC schon fast, also es haben schon 7000 Leute teilgenommen und jetzt sind auch schon wieder fast 2000 Kolleginnen und Kollegen im Kurs. Also wir haben 1980 Anmeldungen jetzt. Und das Allerwichtigste, glaube ich, sind jetzt diese Links. Das sind die Links zu den Informationen über den Kurs und auch zur Anmeldung. Genau. Ich habe noch eine Frage im Chat gesehen, auf die ich schnell eingehen möchte. Ein fauler Teilnehmer erhält das gleiche Zertifikat wie ein fleißiger. Ja, weil die ECDS für den faulen Teilnehmer berechnet wurden. Ja. Gibt es sonst noch Fragen, auf die ich sehr knapp in der Zeit, die mir noch zur Verfügung steht, gut antworten könnte? Bitte, eine Frage von Katrin. Kann man jetzt anfangen, obwohl der Kurs schon läuft? Ja, sehr gerne. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt noch anzufangen. Der Kurs läuft. Sie können in den nächsten Tagen einsteigen. Dann werden Sie sich leicht tun, dran zu bleiben. Wenn Sie später einsteigen, können Sie den Kurs auch noch absolvieren, aber Sie werden ein bisschen den Anschluss verpasst haben im Forum wahrscheinlich. Besser ist es, jetzt einzusteigen als später. Ich habe auch gesehen, jemand wollte wissen, ob der Download direkt in ein Männerhirn möglich ist. Das müssen wir leider verneinen. Also dann sind die wichtigen Fragen beantwortet worden und Sie sehen ja hier unten auch noch die E-Mail-Adresse von Frau Aschermann und da kann man nämlich angegebenenfalls dann auch weitere Fragen noch beantwortet bekommen. Also herzlichen Dank. Also MOOCs auf Deutsch kennt man noch nicht so und das ist deswegen sehr schön davon zu erfahren. Also vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch herzlich und wünsche noch eine schöne Konferenz.